Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt ja schon mitbekommen, es ist zeitlich aktuell mit Kind- und Hallenrenovierung natürlich schwierig, noch groß in Deutschland rumzureisen und euch diese ganzen Firmenvorstellungen, die wir eigentlich von vornherein immer gemacht haben, weiterhin zu zeigen, präsentieren, filmen. Machen wir natürlich in Zukunft wieder mehr, aber aktuell ist es halt zeitlich wirklich schwierig, weil ihr wisst ja alle selber, wie viel Zeit in so eine Halle geht, bis die fertig ist, gerade wenn man viel selber macht. Und für mich hat aktuell Halle absolut oberste Prio, deswegen kann ich natürlich auch an dem Projekt nicht weitermachen, weil gar keine Möglichkeit zum Schrauben, zumindest nicht aktiv. Im Hintergrund gibt es natürlich immer wieder Themen, die wir dann mitfilmen, aber deswegen kommt es halt hier und da schon mal zu Engpässen und es kann natürlich auch so wie letzten Sonntag dann auch mal dazu kommen, dass kein Video online geht. Deswegen bitte ich da auf jeden Fall schon mal um Verständnis, dass das natürlich vermehrt vorkommen kann, bis die Halle fertig ist. Denke mal so realistisch 2 Monate. Und dann geht es sowohl mit alter Schrauberei als auch wieder mit Technik en masse los. Versprochen. Freue mich selber auch drauf, weil jetzt so nach, ich würde tippen, bestimmt fast einem Jahr relativ wenig Schrauberei, juckt es dann doch mal wieder in Fingern. Juckt es in Finger mal wieder dreckige Finger zu haben, so, um da mal wieder richtig Gas zu geben. Und dann natürlich in der neuen Halle umso geiler. Umso cooler finde ich es natürlich auch, dass ihr alle mit dabei sein wollt, dass wir da ein paar coole Videos zu machen. Ich werde mein Know-how in Sachen technischen Videos da auf jeden Fall nutzen und habe mir schon aufgeschrieben, zu welchen Bereichen wir auf jeden Fall ein geiles Video machen. Das heißt, wir picken uns wirklich einzelne Bereiche rein. Thema Elektrik, Thema Druckluft. Da hat sich passend zum Namen nämlich Käserkompressoren schon gemeldet. Wo wir jede Menge machen können über Auslegungen von Querschnitten, ob wie damals Kupferrohre oder Kunststoffrohre oder. Dann Elektrik, Thema Dämmung, Belüftung, Brandschutz, Boden, Hebebühnen, Werkzeugwände. Boah, da fallen mir ja wirklich 1000 Sachen ein, die wir da machen können. Thema Alarmanlage sind alles so Punkte, die ich euch gerne zeigen würde. Jetzt natürlich alles nicht wieder im absolut obersten Preissegment, was sich dann am Ende keiner leisten kann, sondern so für den Normalo gedacht, wie halt die meisten von uns sind. Ich war übrigens extrem überrascht. Zusätzlich bin ich natürlich zu Hause auch noch ein bisschen am Renovieren, Sanieren, wie auch immer, weil mit einem Kind ändert sich halt einiges in Bezug auf Räumlichkeiten. Ich habe eine Umfrage gemacht. Wir blenden das mal ein. Wer alles jetzt einen Maler rufen würde und wer alles die Wand bzw. in dem Fall den Treppenaufgang selber streichen würde. Und das haben 87% gesagt, sie würden es selber streichen. Das fand ich schon krass. Es gibt also doch noch einige unter euch, die nicht 2 Legende haben, sondern die sich doch noch zutrauen, selber mal eine Wand zu malern. Ich hätte gedacht eher, dass es so 40-60 würde, ehrlich gesagt. Dann verstehe ich nicht, warum nicht alle von euch sich ein Auto kaufen und daran ein bisschen rumschrauben. Aber das ist eine andere Thematik. So, immerhin habt ihr scheinbar Bock, eine Wand zu malern. Also, wir fangen einfach mal an. Die letzten Male haben wir immer gemacht, dass wir anders die Fragen vorliest. Heute machen wir das mal, dass ich die Fragen mir wieder angucke. Okay, so, also fangen wir einfach mal an. Erste Frage gleich von Micha, Heat Protect. Zu wie viel Prozent hat sich dein Leben seit Fritz gedreht? Frage für einen Freund, haha. wird bestimmt eine Frage sein, die etliche Male vorkommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, so krass hat sich mein Leben da nicht gedreht, weil meine Frau macht das zu 100% und perfekt, zuverlässig, super, wie man auch nur so sagen kann. Da sie am Stillen ist, kann ich eh relativ wenig machen. Das heißt, meine Zeit mit dem Kleinen ist beschränkt auf maximal 2-3 Stunden. Da nehme ich ihn natürlich am liebsten, setze mich ins Auto und fahre irgendwo hin. Fahre mal Marius besuchen, fahre mal in eine Firma, wie auch immer. Weil er auch zum Glück sehr gerne Auto fährt. Und sonst so viel hat sich da ehrlich gesagt nicht geändert. Nachts, die Nächte, alle sagen ja immer, die Nächte sind kurz. Ich hatte vorher einen sehr unruhigen Schlaf und habe ehrlich gesagt seitdem einen deutlich ruhigeren Schlaf. Und schlafe tatsächlich teilweise von 24 Uhr bis 6 Uhr durch, was ich sonst früher nie gemacht habe. Sonst so ist aber das Coolste der Welt, morgens aufzuwachen und den Kleinen zu sehen. Das ist schon cool. Ich bin immer weiterhin genauso bis abends immer unterwegs. Am Wochenende unterwegs, ihr habt es gesehen, auf der Messe. Bin jetzt keiner, auch ich will jetzt auch keine riesen Diskussionen anfangen, bin jetzt keiner, der das Kind aus der Öffentlichkeit raushält. Deswegen am besten weder Pro noch Contra jetzt unten reinschreiben. Wir lassen das jetzt einfach mal dahingestellt, weil das wird sonst eine riesen Diskussion. Aber ich will auf jeden Fall meinen Kleinen mit dabei haben. Das heißt, solche Sachen wie PS-Days oder wenn ich auf dem Grip-Event bin, kann es halt schon mal passieren, dass meine Frau mit dem Kleinen auch vor Ort ist.
So, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich mach's lieber so. Und fertig. Sonst aber mega coole Zeit. Deutlich positiver nochmal, als man eigentlich schon gedacht hätte. Lange Luke. Das ist übrigens der Herr, der diese mega geilen Styropor-Schilder macht. Er hasst es, wenn ich Werbung mache. Da jetzt sage ich schon da Lange, da Luke mir aber schon so viel geholfen hat. Von sich aus, weil er einfach ein geiler Typ ist, motiviert ist und so weiter, mache ich trotzdem Werbung für mein Styrowerk. Geile Schilder, wenn ihr mal irgendwas aus Styropor haben wollt, einfach dort melden. Sorry Luke, jetzt hast du wieder mehr zu tun. Setzt du deinen Fokus in Zukunft mehr auf YouTube oder TV oder bleibt es so wie aktuell? Muss ich ganz ehrlich sagen, der ein oder andere hat ja auf jeden Fall mitbekommen, also falsch, da muss ich mal weiter ausschweifen. Ganz viele haben vor 5 Jahren gesagt, boah, ich gucke eigentlich gar keinen Fernseher mehr, weil da läuft ja nur noch Schrott. So. Wenn man sich jetzt aktuell mal die deutschen YouTube-Trends anguckt oder die Videos, die die meisten Aufrufe haben, wird es leider dem mittlerweile auch schon wieder sehr ähnlich. Nicht ohne Grund sagen die Experten, dass das Fernsehen immer 5 Jahre voraus ist. Und wenn ich mir jetzt die YouTube-Trends angucke, bin ich der Meinung, dass das schon ähnlich ist. Es geht eigentlich nur noch darum, wir kaufen das billigste Auto, wir kaufen irgendwas extrem Seltenes, betrogen worden, Motorschaden, Skandal, es werden irgendwelche TV-Geheimnisse aufgedeckt, brauche ich gar nicht mehr zu sagen, ihr kennt das ja alles selber. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ich eh nicht Typ Schauspieler bin, sind das keine Videos für mich, die werde ich auch nicht produzieren. Dann lasse ich es lieber bleiben. Oder ich scheiße halt einfach auf die Aufrufe. So ist es auch. Als wir angefangen haben, haben wir nicht das gemacht, um maximal viele Aufrufe zu haben, sondern einfach nur, um unseren Content euch wieder zu bringen. Fahrerei, diese Firmenbesuche. Das sind dann immerhin alles Videos, die ich persönlich gerne mache, die mir Spaß machen. Spaß im Alltag ist sehr wichtig. Spaß im Team ist sehr wichtig. Und man kann halt nicht nur immer diese trockenen technischen Videos machen, die bei uns einfach jeden Tag 3 Schrauben in die Limo drehen. Und wir hätten sensationelle Aufrufezahlen. Will ich aber gar nicht, sondern ich will einfach das machen, was für uns alle am meisten Spaß macht. Und ich denke, da haben wir auf jeden Fall einen guten Mittelweg gefunden. Und dieses, wir kaufen billigstes Auto, Achtung, Motorschaden, über den Tisch gezogen bei Inspektionen. Nee. Es gibt wenig YouTuber, die auf diesen Zug aufspringen, weil es ist natürlich verlockend. Als Beispiel, wir machen ein Video, wir kaufen Deutschlands billigsten 2JZ, geht sofort durch die Decke. Steckt viel, viel weniger Aufwand hinter als in Videos, die deutlich schlechter performen. Nee, aber ich kann euch damit, also ich kann euch auf jeden Fall versichern, ich werde auf den Zug nicht aufspringen. Wir werden schon unseren alten Content beibehalten mit Ergänzungen, die einfach Spaß machen. Aber ja, in der neuen Halle will ich dann auch ehrlich gesagt mehr in Richtung Community-Content wieder gehen. Man muss einfach dazu sagen, von der ersten Sekunde an habe ich auf meinem Channel definitiv Firmen und Community-Autos vorgestellt. Allererste fremde Auto war damals Marius Golf, ich werde es nie vergessen. Er hat damals gesagt, boah, ist doch nur ein Golf 2, will doch keiner sehen, bist du sicher, dass du das zeigen willst? Nee, das war aber auch schon immer ich und das werde ich auf jeden Fall auch weitermachen. So, jetzt komplett abgeschweift von der Frage, weil eigentlich war ja die Frage, Fokus YouTube oder TV. Da sind wir wieder bei dem Punkt, komplett unterschiedliche Sachen. YouTube bin ich für verantwortlich. Natürlich habe ich ein Top-Team, die sich um die Produktion und so weiter kümmert. Aber nichtdestotrotz viel meine Ideen, immer dahin fahren, die Reise arrangieren und so weiter. TV ganz was anderes. Da klingelt das Telefon und einer fragt einfach, ey Philipp, hast du nicht Lust bei Lamborghini im Werk den niegelnagelneuen Q-Touch vorzustellen? Kostet übrigens 2,4 Millionen. So, ist einfach eine ganz andere Sache. Das heißt, wenn die Themen dort passen, werdet ihr mich natürlich auch häufiger im TV sehen, keine Frage, weil es einfach Spaß macht, cool ist, weniger Verantwortung ist, man deutlich mehr dazu lernt. Ich denke, man hat es zum Beispiel an der BMW-Videoreihe gesehen. Viele haben natürlich gesagt, sie hätten es sich lieber in viel ausführlicher und viel technischer gewünscht. Ich persönlich bin extrem stolz auf diese Videoreihe, weil ich sage, es war ein ganz anderer YouTube-Stil, der extrem cool zu gucken war. Jedes 20-Minuten-Video war eigentlich in gefühlt 2 bis 5 Minuten rum und das ist auf jeden Fall immer ein gutes Zeichen, weil da kann man in Sachen TV auf jeden Fall auch noch viel lernen. Also Luke, ich kann es dir ehrlich gar nicht sagen. Wenn ich die Angebote bekomme,
coolen Content im TV zu machen, werde ich das auf jeden Fall tun. Irgendeine Trash-Scheiße werde ich da auf jeden Fall nicht machen. Und genauso wird es auch bei YouTube sein. Also am Ende wird man auf jeden Fall das machen, was am meisten Spaß macht. So, wenn dann so wie jetzt gerade mal weniger Videos kommen, dann bitte ich das einfach so zu akzeptieren. Und nicht vorauszusetzen, dass es immer 3 Videos die Woche gibt. So ist es leider nicht. Dafür kann es halt auch irgendwann mal passieren, dass es mal wieder 4 oder 5 Videos gibt. Also da gibt es einfach keine feste Zahl. So, jetzt haben wir wahrscheinlich 10 oder 15 Minuten um und sind bei sage und schreibe 2 Fragen. Maxi freut sich. Eine Frage, da gehe ich ganz kurz drauf ein, weil ich war beim Grip-Event. Da kamen einige Fragen zu dem Bereich. Mahlzeit, wie bist du zu Grip gekommen? Also wie kam es dazu? Liebe Grüße weiter, so alles Gute. Ist es einfach so, wie es immer ist im Leben? Es gibt gewisse Chancen, die muss man wahrnehmen. In dem Fall war es so, Tuning, Autos sind immer kaputt. Mein Telefon klingelte, ey Philipp, läuft deine Limo gerade? Wir sind ja gerade auf dem Dreh, es ist ein Auto ausgefallen. Ich weiß noch, es war damals ein Golf 4 mit V10 hinten drin. Der ist kaputt gegangen, ich zum Dreh gefahren, Auto hat abgeliefert. Das war damals gegen Ralf Pohl mit dem Porsche. Ja, und so bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Irgendwann dann standen die Herrschaften bei mir auf der Essen Motorshow auf dem Stand und ich habe denen ein Konzept vorgeschlagen, aus dem Nix, dass ich doch hinten, hinter meiner Firma, seit 3 Jahren den Oma Golf stehen habe, den wir einfach nicht verkaufen konnten, weil es wirklich das erste Auto von meiner Oma ist, erster Hand. Dann ist ein Joni gefahren, hat er glaube ich 50.000 oder 70.000 dann runter. Und wollen wir nicht zusammen mal Grip YouTube ein bisschen auch einen neuen Stil reinbringen und gemeinsam dieses Auto, also gemeinsam heißt wir bauen und filmen, Grip schneidet und das Ganze ging bei Grip Originals damals. Das wurde damals dafür extra, ich sag jetzt mal, auferlegt. Ist bei YouTube online gegangen. Extrem erfolgreich, waren fast alle in Top 10 Trends die Videos. So hat sich das dann entwickelt. Haben wir selber gefilmt, Grip hat es geschnitten. Das war eigentlich der Werdegang. Und dann wurde es nach und nach immer, immer mehr. Und jetzt gerade letztes Wochenende lief ja der TV-Beitrag mit dem Cool Touch, der übrigens sensationell lief. An der Stelle nochmal vielen Dank. Ich hatte euch ja darum gebeten, den einen oder anderen vielleicht doch mal wieder vor den Fernseher zu kriegen. Und es war tatsächlich eine Rekordeinschaltquote von, ich glaube, knapp 8%, was schon extrem viel ist. Deswegen vielen, vielen Dank fürs zahlreiche Zuschauen, weil das war nämlich der erste Beitrag, den ich dann tatsächlich auch für Grip mal komplett alleine moderieren durfte, was immer nicht ganz so einfach ist, weil man natürlich zu zweit als Team immer einfacher durch den Film kommt als komplett alleine. So, und weiter geht's. Wird der Halos-Shop in Langenhagen wieder öffnen oder nur noch online? Gute Frage, wir haben nämlich genau heute dran gearbeitet. Wird natürlich wieder aufmachen, weil jeder, der mich kennt, weiß einfach, mein Herz schlägt fürs Tuning, egal was kommt. Ich werde mein Leben lang schrauben. Deswegen tut mir diese Zeit aktuell auch so weh, dass ich nicht schrauben kann, weil ich habe halt Bock zu schrauben. Und selbst wenn es nur irgendein Blödsinn ist. Problem ist, aktuell ist der Ladenverkauf unser, ich nenne es jetzt mal, unser Außenlager für alles, was irgendwie so Messe, Events, Autoteile von mir und so weiter ist, weil wir hier hinter der Wand massiv unser Lager umbauen. Wenn meine Halle fertig ist und wenn das Lager hier hinter fertig ist, wird der Ladenverkauf wieder eröffnet. Es wird wieder im Winter unsere Fast Fridays geben. Ich vermisse es einfach mit den ganzen Kollegen am ersten Freitag im Monat einen Termin zu haben, wo man 1 bis 10 Bier trinken kann. Das wird da auf jeden Fall wieder stattfinden und der Ladenverkauf wird mit einem ganz anderen, ich will nicht sagen Inhalt, aber mit einem ganz anderen Ziel wieder aufgemacht. Vorsichtig gesagt, sowohl in puncto Ladenverkauf als auch in puncto Halle, weil wird auch etliche Fragen hier sein, wann geht es da weiter, sage ich mal einfach jetzt ungefähr August, Oktober rum. Das würde ich so, ist mein persönliches Ziel. Und dann freue ich mich natürlich wieder auf euch. Hast du einen Lebenstraum, ob materiell oder ideell, den du dir noch nicht erfüllt hast? Ja, habe ich. Es ist diese Werkstatt. Marius und ich haben so oft gesagt, es kann eigentlich nicht sein, dass wir mit den ganzen Projekten immer noch in dieser kleinen Garage auf dem Boden, natürlich sind wir dankbar dafür, überhaupt diese Schraubermöglichkeiten zu haben, aber es ist uns einfach, also die Vielzahl der Projekte und auch, es ist ja nicht nur eine Schrauberei, sondern es ist ja mittlerweile mehr, in Anführungsstrichen vorsichtig gesagt, ein Unternehmen, was hinten dran hängt,
man steht sich dann nur noch im Weg rum und man kann einfach nicht mehr effizient arbeiten. Deswegen mein aktueller Traum, nachdem ich jetzt einen super lustigen, gesunden Sohn habe, ist unverheiratet bin, wie man unschwer erkennen kann, ist einfach eine geile Werkstatt zu haben, in der man wirklich mal 3-4 Autos schrauben kann. Einfach, bumm, Kamera an, heute machen wir das, morgen machen wir das, morgen machen wir dies. Neue Projekte abschließen, ganz, ganz, ganz wichtig, einfach mal Autos in der Ecke zu stellen, wie den E46 jetzt und zu sagen, der ist fertig. Das ist aktuell definitiv mein Traum. Eine Frage leider, wo die wird etliche Male hier auch stehen, müssen wir darauf eingehen, wie fandest du die PS Days? Muss ich jetzt leider was zu sagen. Hannover, erstmal auch da, vielen Dank, wie viele da waren. Der Freitag, also erstmal Hannover Messegelände für jeden Aussteller war der Auf- und Abbau einfach ein Traum. Riesengelände, du kannst drauf fahren, hast keine Regularien, keine Kaution und gar nichts. Wirklich für Aussteller perfekt. Dann kommen wir zum Thema Besucher. In Summe, glaube ich, waren jetzt ungefähr 35.000 Leute da. Das ist schon ordentlich für die Menge an Nebenevents, die zusätzlich auch noch war und Sommer. Es war ja sowohl noch die Late Night, es war das BMW Syndicate Grip-Event, als auch Quadro-Legende. Das sind so viele Events, wenn ich die ganzen Zuschauer zusammenzähle, kann man schon stolz darauf sein, dass 35.000 Leute von euch nach Hannover gekommen sind. Stimmung war mega, egal mit wem ich gesprochen habe, alle haben gesagt, geile Messe in Hannover. Wo ich wirklich sagen muss, vielen Dank an der Stelle nochmal an Sven Schulz, die Auswahl an Autos, die er in der Halle 26 wieder abgeliefert hat, war wirklich brutal. Also das konnte sich wirklich sehen lassen. Das war definitiv auf Essen Motorshow Niveau, wenn nicht sogar drüber. Das war auf oder über XS Carnite Niveau. Also ich glaube einfach, dass die Leute, die durch die Halle 26 geschlendert sind, sich Autos angeguckt haben, da wurde keiner irgendwie enttäuscht. Zusätzlich das ganze Rahmenprogramm, Kartfahren, Monster Truck Show, Showstrecke, Alter, diese Showstrecke hat einfach so vielen Leuten ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Es war einfach, genau das hat sonst immer so gefehlt, dass man nicht nur die Autos angucken kann, sondern auch mal so ein bisschen Emotionen mitbekommt, wie halt einfach sich so ein Auto anhört. Also für mich ein voller Erfolg. Wir sind nächstes Mal auf jeden Fall wieder am Start und hoffen jetzt natürlich, dass wir für nächstes Jahr eine umso geilere Messe aufgestellt bekommen. Gleich die Konträrfrage, Meinung zum Wörthersee. Aktuell ziemlich krasses Thema. XS Carnite geht ja voran, hat jetzt eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie sich aus Kärnten zurückziehen und keine XS Carnite mehr in Österreich machen. Stehe ich voll und ganz hinter, verstehe ich auch, weil als wir jetzt am Wörthersee waren, es hat sich massiv verändert in den letzten 1-2 Jahren. Natürlich gab es am Wörthersee schon immer viel Polizei, aber normalerweise war es eher so, dass ein vereinzelt ein Auto irgendwo stand und wenn du Dönigens gemacht hast, haben sie dich im nächsten Ort rausgezogen. Diesmal war es anders. Es gab einzelne Prüfzüge, die irgendwo standen und die Motorradpolizisten sind wie so ein Hornissennest, sind die dann ausgeströmt und haben die ganzen getunten Autos einfach bumm mit hergezogen und abends standen 20, 30, 50, 80 Autos stillgelegt in Österreich am Straßenrand. So, wo man dann erstmal nicht weiß, was man machen soll. Das heißt, ich glaube, ganz viele trauen sich schon gar nicht mehr, mit ihrem eigenen Auto auf Achse nach Österreich zu fahren, weil 1000 Kilometer von zu Hause mit einem Auto, was stillgelegt ist, ist definitiv kein cooles Gefühl. Und dann kommt noch dazu, dass es auch schnell ziemlich teuer werden kann. Also mir sind jetzt wirklich ganz viele bekannt, die durch eine Stilllegung, ich sage jetzt mal irgendwas zwischen 300 und 1000 Euro zahlen mussten, für eine Stilllegung, also nicht für irgendwie mit 100 durch den Ort gefahren oder eine rote Ampel oder überholt, wie auch immer, sondern wirklich sich eigentlich benommen, nur nach Meinung der österreichischen Polizei ein illegales Auto. Boah, das wird schon teuer. Also da ich stehe da hinter der XS Carnite und könnte mir auch vorstellen, dass wenn sich da nicht was dran ändert, man den Wörthersee leider, also er wird sich so weit zum Negativen verändern, man lässt einfach seine eigenen Autos zu Hause, fährt nur noch mit dem Daily dahin, aber dann ist halt dieser Spirit Wörthersee einfach weg, weil es ging ja gerade darum, dass an jeder Ecke vor jeder Pension ein geiles Auto steht. Also, boah, das bleibt auf jeden Fall spannend. Eine Frage, wo ich auch leider darauf eingehen muss, weil sie steht ja auch hunderte Male, wann wird die RS4 Limo fertig sein? Zwischenzeitlich lese ich ja immer Kommentare, sowas wie, hast du die Limo verkauft und so ein Quatsch? Ich weiß, braucht man sich eigentlich gar nicht zu äußern.
Aber wenn ich dann solche Kommentare lese, da kann ich einfach nur im Kopf stellen, weil ich denke, jeder von euch weiß, ich würde niemals dieses Auto verkaufen. Und jeder von euch weiß auch, dass ich natürlich dieses Auto am liebsten schon fertig hätte, kaputt gemacht hätte, dreimal wieder aufgebaut hätte und wieder kaputt gemacht hätte. Ist aber nicht so, aus genannten Gründen. Das heißt, solange die Halle nicht fertig ist, kann ich auch da nicht weitermachen. Das heißt, sobald dann die Halle fertig ist, gehe ich schon davon aus, dass es relativ zügig geht. Also lassen wir uns mal überraschen, Ende des Jahres. Bis dahin gibt es noch einige coole Thematiken, sei es Thema Elektrik, Shifter, ein paar Sachen habe ich noch im Zettel. Aber es wird noch dauern, bis das Fahrzeug fährt. Achso, Motorenprüfstand. Ich würde gerne in absehbarer Zeit auf einen Motorenprüfstand mit dem Motor, der ist ja fertig, und den ausgebaut schon mal einmal testen, diese ganze Öl-Trockensumpf-Thematik. Bis das Auto aus eigener Kraft fährt, aus eigener Kraft rollt es ja schon seit der ersten Motorshow. Ja, ich sag mal vorsichtig Ende des Jahres, aber ohne Gewehr. Und bitte, bitte denkt nicht wirklich, ich weiß, die Leute, die so einen Kommentar schreiben, die meinen das auch nicht ernst, die wollen mich einfach nur ärgern. Mittlerweile ärgert es mich auch nicht mehr, aber ich weiß, dass es andere Leute ärgert, die mir davon einen Screenshot zuschicken und sagen, Alter, was ist mit den Leuten los? Das muss ja einfach nicht sein. Genauso, abschließend noch einmal, wann geht es mit dem LPX-Projekt weiter, beziehungsweise wie ist der aktuelle Stand? Steht 1:1 so im Ladenverkauf. Solange ich keinen Motorblock habe, der funktioniert, sei es ein gemachter für 1500 PS oder ein Serienblock für einen Sauger, wird es da nicht weitergehen, weil ich brauche da nur noch diesen Motor und wir haben keine Lösung dafür. Noch ist Andi auch nicht so weit, dass er einen Billeblock fräsen kann. Deswegen auch da, es wird weitergehen, aber es wird auf jeden Fall noch ein halbes Jahr mindestens dauern, bis da irgendwas geht. Viel interessanter dagegen finde ich solche Fragen. Denkst du oft an die alte Limo? Wirklich jedes Mal, zum Beispiel, wenn ich den E46 sehe, in diesem Uni-Schwarz, mit diesen silbernen Rädern, denke ich sofort immer an die alte Limo, weil genau das war so der Stil von dem Auto. Nicht zu tief, Tiefbett, silberne Räder, Uni-schwarzes Auto. Es ist für mich einfach so, ich will jetzt nicht sagen Limo als Coupé, sondern es ist für mich so ein bisschen so in die Richtung. Und viel, viel mehr, ich denke gar nicht unbedingt so immer an das Auto, sondern man denkt immer mehr an die Sachen, die man mit dem Auto erlebt hat. Es war vor 10 Jahren einfach eine andere Zeit, eine viel, viel wildere Zeit. Und ich werde einfach nicht vergessen, solche Sachen wie, mittlerweile fährt man mit dem Trailer zum Wörthersee. Damals ist man halt hammerhart mit dem Auto auf Achse zum Wörthersee gefahren. Mit E85. Das heißt, ich hatte immer Kanister im Kofferraum und habe wirklich von E85 Tankstelle zu E85 Tankstelle gefahren, Kanister voll gemacht, gefahren und so weiter. Und die letzte E85 Tankstelle, ich werde es nie vergessen, gab es direkt an der Grenze Berchtesgadens. Von dort aus sind es noch, vorsichtig gesagt, 150 Kilometer zum See. Das heißt, das war schon immer eine gute Strecke, die man schaffen musste. Da denke ich schon viel dran, aber eher mehr an die Erlebnisse, die man mit dem Auto erlebt hat. Machst du mal ein Community-Event am Bilzer Berg? Ich habe tatsächlich gerade mit Rolf und Hanning zusammengesessen vom Bilzer Berg. Aktuell, der Bilzer Berg ist ja in Nordrhein-Westfalen, ist es da ja coronamäßig ruhig. Wir wollen tatsächlich mal gucken, ob wir nicht so ein Community-Ding machen können, aber mit Zuschauern. Weil es bringt uns ja nichts wieder, dass wir da Spaß haben, aber ihr nicht dran teilnehmen könnt. Es wäre ja umso cooler, wenn wir da Spaß haben und vielleicht, ich sage jetzt mal vorsichtig, 500 Leute von euch auch die Möglichkeit haben, dazuzukommen. Sie werden natürlich in dem Moment nicht fahren können, weil dafür ist die Strecke einfach viel zu klein, weil die Fahrerplätze schon belegt sind. Aber einfach nur, um dabei zu sein und zu gucken, steht das auf jeden Fall ganz weit vorne auf meiner To-Do-Liste und auf meiner Wunschliste, weil ich einfach weiß, es würde richtig geil werden. Also da bleibe ich auf jeden Fall im Ball. Mal ein Wort über Qualität. Mangel Aral 102 Ultimate, siehe Motorenzimmer-Video. Video habe ich gesehen, ging ja da so ein bisschen um Quadro-Legenden. Tourenwagen-Legenden, dass da ein Mercedes einen Klingelschaden erlitten hat. Lange drüber nachgedacht. Ich persönlich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass jeder 102 Kraftstoff, also ich glaube, wir verwechseln jetzt gerade zwei Sachen, weil es geht ja einmal um den Kraftstoff, der bei dieser Rennveranstaltung verwendet wurde und generell 102. Dass generell 102 nicht 102 ist, was aus der Tanke rauskommt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil das werden irgendwelche automatisierten Prozesse sein.
Ich denke jetzt auch nicht, dass es für Aral viel teurer in der Herstellung ist, 102 herzustellen. Es ist halt einfach nur Angebot-Nachfrage teurer, weil es halt einfach besser ist. Deswegen, boah, weiß ich nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass die. Es mag zwar sein, dass vielleicht mal irgendwie in der Abfüllung jemand gepennt hat und da vielleicht mal zwei, drei Tanklaster aus Versehen mit 95 statt 102 befüllt hat und es mal irgendwelche Tankstellen gab, aber dass das flächendeckend das 102 nicht 102 sein soll, kann ich mir nicht vorstellen. Müsste man jetzt eher die Tuner fragen, so Leute wie Benny, ob die vielleicht diese Erfahrung gemacht haben, dass auf einmal jegliche Motoren deutlich schlechter funktionieren, mehr klingeln und so weiter. Ich persönlich habe diese Erfahrung nicht gemacht, muss allerdings auch dazu sagen, bin aktuell relativ wenig hochmotorisiert auf der Autobahn unterwegs, dass ich es festgestellt hätte, weil in meinen B7, in den Kombi, tanke ich sogar tatsächlich teilweise E10 rein. Fährt natürlich dann deutlich schwacher auf der Brust, aber läuft genauso. Ja oder nein zum Kauf eines Autos mit Diesel? Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte ja ein Jahr lang seitens Volkswagen Nutzfahrzeuge bei uns hier in Hannover, ihr kennt ja die Videos, wo wir eigentlich einen eigenen Bus bauen wollten, was ja Corona-bedingt da nicht ging, eine niegelnagelneuen T6.1. Bin den ein Jahr lang gefahren, habe ihn zurückgegeben, fahre jetzt wieder meinen alten T5, den zwischenzeitlich Marius gefahren war. Das AdBlue hat mich schon hart genervt bei meiner Fahrweise. Bist du gefühlt jedes Mal beim Tanken auch am AdBlue reinkippen. Deswegen war es Plus. Es gibt nur noch Kunstlederausstattung, keine Stoffausstattung. Das heißt, ich habe mich in meinen alten T5 reingesetzt, der mittlerweile 350.000 Kilometer hat, und habe mich direkt einfach wieder wohl gefühlt. Natürlich in Sachen Multimedia, Licht, Navi sind es einfach 10 Jahre Unterschied, keine Frage. Aber was das eigentliche Fahren angeht, fahre ich meinen alten mit H&R-Stabis und Dämpfern. Also der liegt satter, obwohl er nicht tiefer ist. Schon echt gerne. Und habe dann jetzt überlegt, was macht man? Kauft man sich nochmal einen neuen Bus? Weil noch kann man die T6.1 bestellen. T7 so gar nicht meins. Aber das ist ein anderes Thema. Oder kauft man vielleicht irgendwas anderes, was halt einfach mal wieder für die Autobahn. Wir fahren extrem viel, 80.000 Kilometer im Jahr, in Sachen Langstrecke nochmal ein bisschen mehr Komfort bietet, vielleicht ein bisschen sparsamer ist und so weiter. Hab dann drüber nachgedacht, boah, kaufst du jetzt eigentlich Benzin oder Diesel? Aktuell ist es ja so, Benzin definitiv günstiger als Diesel, flächendeckend. Wer weiß, wie lange das noch so bleiben wird. Ich sage, das wird noch lange so bleiben, weil gerade wenn das jetzt im Winter mit Energiekosten und so weiter nach oben geht, wird tendenziell eher auch mehr Diesel als Benzin gebraucht. Das heißt, der Diesel hat eigentlich keine Möglichkeit, günstiger zu werden. Das heißt, ich habe tatsächlich auch mal wieder nach einem Benziner geguckt. Ich würde es nicht ausschließen, dass man doch nochmal wieder einen Benziner bewegt. Plus die neuen Benziner, Direkteinspritzer und Zylinderabschaltung sind einfach auch gut sparsam geworden. Maxi hat sich auch gerade einen neuen Benziner gegönnt. BMW 320. Ja, verbraucht 7,5 ungefähr, aber stark primär, ne? Hätte ich niemals gedacht. Also, falls ihr es gerade akustisch nicht gehört habt, 3er BMW, damit ich nichts Falsches sage, Touring. Touring, genau. Touring mit M-Paket. 320 Benziner. Ich dachte auch so, Alter, Benziner, warum kaufst du Benziner? Aber er sagt gerade 7,5 Liter im Stadtverkehr. Schon krass. Früher war ja Stadtverkehr Benziner immer 10, 12 Liter. War einfach so, ne? Also, schwierig. Meine Tendenz würde aktuell definitiv zum Benziner gehen. Sehen wir deine Frau im Arbeit mal auf der Strecke? Beziehungsweise, wann macht ihr ein Frage-Antwort-Video? Ja, das wird auf jeden Fall ein Highlight-Video. Machen wir auf jeden Fall. Ich habe neulich auf dem Messegelände das erste Mal mit dem Abarth Gas gegeben. Kann euch sagen, ich hatte das Gefühl, ich sitze im Golf 3, im Oma-Golf, weil das so saftig nach vorne ging und die Räder einfach nur gepult haben. Das wird auf jeden Fall der Highlight, sie damit auf Rennstrecke fahren zu lassen, weil mal gucken, ob die sich überhaupt traut, noch da Gas zu geben, weil das ging schon echt gut nach vorne. Sind aber alles Sachen, die definitiv geplant sind und wir auch noch umsetzen werden, wenn die ganzen Kisten endlich mal fahren. Also, Abarth fertig machen, anschließend alles vorbereiten und dann muss sie auf jeden Fall mal eine Runde mit dem Ding fahren. Möchtet ihr noch weitere Kinder in absehbarer Zeit? Die Frage kann ich klipp und klar mit Ja beantworten. Ich absoluter, auch wenn man es nicht denken würde, absoluter Familienmensch, habe ja selber auch zwei Geschwister. Deswegen, da wird hoffentlich auf jeden Fall noch was kommen. Und man sagt ja immer, man soll nicht zu lange warten. Wird es noch ein BMW-Projekt geben? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass diese BMW-Reihe mir so unfassbar Spaß gemacht hat. Liegt natürlich auch
an Max, weil wir einfach so auf einer Wellenlänge sind. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, wir lachen so lange, bis wir Bauchschmerzen haben. Ist wirklich witzig. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall anknüpfen. Und das werden wir auch in den nächsten Tagen tun. Also, wenn es ein bisschen ruhiger wird, kann es auch daran liegen, dass wir in Sachen BMW wieder etwas vorbereiten. Eine neue Videoreihe. Also, ich kann euch schon mal so viel sagen, es wird eine Fortführung dieses Doku-Styles geben mit einem neuen Auto. Mit Max. Es wird aber alles noch geiler. Muss ich einfach so sagen. Also, wir versuchen, noch mehr Qualität in die Videos zu bringen. Noch mehr Qualität ins Auto, auch wenn man sagt, wie soll das gehen? Geht aber definitiv. Allerdings diesmal, boah, ich will noch gar nicht so viel verraten. Das reicht schon an Infos. Könnt euch aber darauf freuen. Also, wenn es ab und an mal ruhiger wird, liegt es eher daran, die Ruhe vor dem Sturm, weil dann noch. Unser Fokus ist auf jeden Fall eher mehr Qualität als Quantität, auch wenn es aufrufemäßig wahrscheinlich der schlechtere Weg ist. Aber wie ich schon erklärt hatte, wir wollen eher die Qualität und einfach stolz sein auf die Videos, die wir produzieren. Muss ja nicht jedes sein, aber schon einige. Gute Frage. Ist, glaube ich, eine Frage, die müsste man mal querbeet allen YouTubern stellen. Was denkst du, wie lange du YouTube machen kannst? Für alle, die YouTube schon auf einem professionellen Weg betreiben, das heißt, wo das schon so zum Lebensinhalt wird und man auch gewisse Kosten mit der Zeit hat, die man durch YouTube deckt, sei es in Form von Mediateam, Werkstätten, Fahrzeuge, wie auch immer, machen sich die Leute natürlich darüber Gedanken, wie lange geht das eigentlich? Weil alles ist endlich. Irgendwann kam YouTube, irgendwann wird YouTube auch wieder gehen. Wie ich vorhin schon angesprochen hatte, es hat sich in meinen Augen definitiv gegenüber von vor 3-4 Jahren massiv geändert. Und das Problem ist, wenn es immer mehr ins Extreme geht, ist halt einfach irgendwann der Zenit erreicht. So, ne? Wir kaufen den billigsten Lambo, aber was soll da noch kommen? Wir kaufen den billigsten Bugatti, aber dann ist ja auch irgendwann vorbei. Das Einzige wäre, ist, wir kriegen ein Königseck geschenkt. Sowas, aber so weit wird es ja nicht kommen. Also ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube schon, dass YouTube noch lange bleiben wird, weil gerade die Deutschen ja immer relativ lange brauchen, um neue Sachen anzunehmen, aber es wird auch irgendwann wieder was Neues geben und da muss man halt rechtzeitig gucken, dass man dann da am Ball bleibt. Aber ich denke mal, so 3-4 Jahre wird das auf jeden Fall noch weitergehen. Wäre jetzt aber mal interessant, was andere YouTuber dazu sagen. Also ihr könnt ja mal in Kommentaren unten schreiben, was ihr so denkt, wie es weitergeht, welche Plattformen vielleicht nochmal relevant werden, was man vielleicht verpasst und so weiter. Was für Musik hört ihr so im Auto? Feiern immer ganz viele, wenn es doch mal irgendwie eine Story gibt oder wie auch immer. Ich bin eher absoluter Elektro, House, Techno in die Richtung. Maxi auch, Joni auch, Marius auch. Ja, wir hören eher Mucke in dem Bereich. Warum benutzt du den Community-Tab nicht bei YouTube? Gute Frage, bin einfach ein Gewohnheitsmensch, wie viele von euch auch, benutze kein Facebook, fast nicht mehr. Bin extrem aktiv auf Instagram, setze immer voraus, dass ihr alle auch bei Instagram seid, höre aber ganz oft, dass ihr dort gar nicht seid und deswegen manche Sachen nicht mitbekommt. Deswegen ist das mit dem Community-Tab ein guter Hinweis. Ich werde es hinter der Kamera auf meine To-Do-Wand schreiben und werde mich zwingen, da ein bisschen mehr zu machen. Moin, wäre eine Rennlizenz für dich interessant? Ja, hatte ich schon auf dem Schirm, beziehungsweise geplant. Ganz viele Fragen hier sind auch, wie geht es mir aktuell, deswegen muss ich da kurz drauf reagieren. Ich habe für mich persönlich jetzt einfach die Notbremse gezogen, habe gesagt, ich möchte zurück in diese Basis von meinem früheren Leben, wo ich abends nach meinem Job einfach in der Halle anhalten konnte, 2, 3, 4, 5 Stunden geschraubt habe und danach einfach K.O. und glücklich ins Bett gefallen bin. Das fehlt mir einfach, das brauche ich wieder, um einfach meiner Leidenschaft wieder so krass nachgehen zu können, weil meine Leidenschaft ist nach wie vor, diese Autos umzubauen. Das heißt, alles andere in meinem Leben hat jetzt erstmal keine Prio mehr. Ich möchte diese Halle fertig machen. Dementsprechend kann ich auch keine Rennlizenz machen. Ich kann keinen LKW-Führerschein machen, den würde ich auch gerne machen. Sondern jetzt erstmal Halle fertig, damit ich schrauben kann und ihr auch wieder diese geilen technischen Videos bekommen könnt. Schraubervideos, alles so querbeet. Plus endlich mal Platz haben, dass ich auch mal Leute von euch einladen kann und solche Sachen. Also deswegen Rennlizenz geplant, ja, aber aktuell nicht umsetzbar. Welches Getriebe Radsatz sind im Oma Golf und Marius Oma etc. verbaut? Etliche Male schon gesagt, finde es aber so gut, dass ich euch nochmal sage, es ist tatsächlich das originale 02A Gehäuse, das heißt das originale V6 Getriebe, mit einem Radsatz von dem Mario Tau drin. Das ist auch der, der das TTT immer macht.
Ist relativ preisgünstig, so ein Radsatz liegt bei 2000 Euro, passt alles Plug and Play, Übersetzung 1 plus, alle Gänge richtig schön lang. Das heißt, das kommt dem Durchdrehen der Räder auch wieder entgegen, weil einfach das Drehmoment an den Rädern weniger wird durch die geringere Untersetzung. Fährt ultra geil mit einer Sperre dazu, haben wir noch nicht kaputt bekommen, außer einmal ist eine Eingangswelle abgerissen, das kann aber auch an den Hückeln gelegen haben. Weiß man nicht. Aber sonst wirklich top zuverlässig. Preis-Leistung alles bestens. Würde ich persönlich jedem VR-Fahrer immer empfehlen, nicht auf Sechsgang gehen, sondern das drin lassen mit dem Radsatz. Wie findest du die aktuellen Gebrauchtwagenpreise? Boah, wie finde ich die? Ich finde sie natürlich gut, weil ich auf jeden Fall ein paar Gebrauchtautos habe. Bin jetzt allerdings auch nicht darauf angewiesen, dass die im Wert steigen. Habe auch nicht erwartet, dass sie im Wert steigen. Allerdings ist es immer so, Angebot, Nachfrage. Aktuell können keine neuen Autos geliefert werden. Die Leute kommen aber irgendwann in Zugzwang, weil zum Beispiel ihr Auto kaputt ist, die Jobsituation ändert sich, Spritpreise, alte Autos verbrauchen tendenziell immer eher mehr. Die Leute wollen sich ein günstigeres neues Auto kaufen, kriegen aber keins. Das heißt, sie sind eher auf die Autos angewiesen zwischen 3 und 8 Jahre alt. Das sind definitiv alles Punkte, die einfach dafür sorgen, dass diese Gebrauchtwagenpreise aktuell so krass und stabil sind. Das kann sich aber von heute auf morgen auch wieder ändern, weil es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wenn Autos wieder lieferbar sind, aber keine Nachfrage mehr da ist. Dann gehen wieder die Neuwagenpreise in den Keller, man kriegt an jeder Ecke günstig ein Auto und das Spielchen geht genau andersrum. Sind wir wieder bei dem Thema, nach jedem Tief kommt ein Hoch und andersrum. Ne? Ich würde sagen, letzte Frage. Guckst du dir alle Videos vorher an, bevor du sie hochladest? Hochladet, bevor ihr sie hochladet. Boah, schon wieder zu viele Wörter. Nee, ich habe ein Top-Team, 100% zuverlässig. Brauche ich mir nicht angucken. Wenn ich im Hinterkopf immer noch ein paar Gedankengänge dazu habe, dann teile ich denen das immer schon mit. Lieber Vorsorge als Nachsorge. Aber wenn ich denen meine Änderungen bzw. meine Wünsche mitgeteilt habe, dann bin ich mir 100% sicher, dass sie das auf jeden Fall richtig umsetzen. Deswegen brauche ich mir zum Glück nicht mehr alle Videos anzugucken. Ich gucke sie mir allerdings ganz oft im Nachgang dann an, weil ich selber es cool finde, was die Jungs raus machen, wenn mal irgendwie irgendwelche Porns dabei sind, wenn mal was witzig geschnitten ist. Wir hatten jetzt in letzter Zeit viele Videos, die witzig sind. Da sind wir wieder beim Thema, was ich gerne mache. Kartfahren. Das sind alles Videos, die oder